meine Damen und Herren, liebe ZuschauerInnen im Internet und überhaupt irgendwo auf der Welt, wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend eine Premiere in den Meistermannsaal haben. Eine Kugel steht vor uns und wir schauen hinein und durch diese Kugel schauen wir in die Welt, beziehungsweise die Welt schaut zu und hört zu. Das ist heute Abend, glaube ich, das Wichtigste. Wir eröffnen hiermit im Grunde eine Ausstellung, die wir ins Programm geschoben haben, die uns ins Programm geschoben wurde, die heißt Aus der Isolation. Wir befanden uns alle und so befinden uns eigentlich immer noch in einer Situation, die ich in meinem Leben auf jeden Fall noch nicht erlebt habe und ich auch nicht gedacht habe, dass ich so etwas erleben muss. Das, was Sie hier an den Wänden sehen, die Kunstwerke, die stammen aus einer Zeit, in der die Menschen so etwas erleiden mussten. Diese Bilder sind entstanden hauptsächlich in der Zeit zwischen 1933 und 1945. Und da hat nicht eine beschützende und fürsorgende Staatlichkeit die Bewegungsfreiheit, die Bürgerrechte eingeschränkt, sondern eine mordende Diktatur. Und das, dass wir das alle überleben, dass wir hier Demokratie und eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaft haben, das machen wir in großartiger Musik, mit großartigen Musikern. Ganz herzlich willkommen hier im Meistermannsaal des Zentrums für verfolgte Künste. Jetzt bitte ich unseren systemrelevanten Philipp Müller auf den Verbot. Das T-Shirt habe ich einfach deswegen an Jörn, weil ich der Meinung bin, Kultur ist auch trotz Corona immer systemrelevant. Und es ist schön, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, heute hier die Musiker zu präsentieren. Mit uns meine ich vor allen Dingen das Team der Firma Excited, die diese 360 Grad Kamera für uns heute Abend aufgestellt haben. Und wer das jetzt will und mich verfolgt, der muss das jetzt zum Beispiel mit dem Handy tun. Isolation ist aber natürlich auch für uns ein kurzes Thema. Als Live-Club Gasthaus Schafen, auch wir seit dem 10. März komplett vom Netz, bis sie nicht mal mehr wieder draufkommen. Und Grille und Peter, wir haben schon lange überlegt, dass wir zusammen immer mal was machen. Ja, eigentlich soll man ja, Klaus lebt von Musik, Musik in diesen Zeiten auch nicht verschenken, aber trotzdem mal so ein Lebenssignal zwischendurch zu zeigen, ist uns allen wichtig, weil auch er natürlich als Live-Musiker und der davon lebt, absolut in der Isolation ist. Und damit Sie nicht so ganz in der Isolation sind oder eher in der Isolation, was für Schwierig. Es kommt ganz schön überhaupt nicht mehr von der Tür. Also, setzt euch gedanklich auf diesen freien Stuhl. Hört zu, was die vier Jungs vorbereitet haben. Es dauert 20 Minuten, 25 Minuten. Habt viel Spaß. Wir hören jetzt ganz imaginär draußen, vor allem von denen, die vielleicht jetzt schon live dabei sind, diesen donnernden Applaus einmal quer durch diese ganze Stadt. Viel Spaß mit Klaus Schweigeberg. Hallo. Peter Fastenrath. Peter Gormi und Gregor Wink. Ja, denke ich mal einfach mal mit. Ach so.
Trink nur. Ich will nichts davon. Das nächste Stück ist ein Stück aus dem von Marty James House. Okay. Das ist also am Anfang der Sitzung. Eher Ende, oder? Eher Ende. Ja. Sonst bitte gewesen. Oh, bitte gewesen. Passt mal gut in die Zeit. Ich glaube, ich bin schon Ufer gefahren. Deswegen bleibt rein, dass wir okay. Thank you.
I'm sure we're gonna go through, but you never really had a doubt.
Noch ein Klassiker. Noch ein Klassiker. Noch älter. Noch älter. Und hat man so eigentlich nicht. Ich glaube, bis hinten in unserem Wohnzimmer. Das ist genau. Thank you.
singen. Was haben wir denn Ton? Wie sagt man so schön, jetzt gehen wir Backstage.